Ja, komm, greif an. Das geht ganz fix. Ganz fix. Sehr gut. Alles noch ein bisschen weiter weg. Das ist noch ein bisschen weiter weg. Da können wir noch ein bisschen. So. Ja, Alter, ein Gentleman schaut ihr nicht unter den Rock. Mensch. Habt doch alle gesehen, wie ihr gerade noch versucht habt, Pause zu drücken, als ich sie hochgehoben habe. Habt das genau gemerkt. Es wird von dort drüben geöffnet. Von wo? Von da. Du bleibst hier. Ich kläre das. So, das war Tor Nummer 1. Wo habe ich den hingelegt hier? Warte mal. Kurz gucken. Okay. Wo ist denn das Tor Nummer 2? Ich muss jetzt nicht da hoch, oder? Na gut, schauen wir mal. Ein bisschen weiter rechts. Von wo öffnet man das zweite Tor? Das ist echt eine gute Frage. Ist total dumm, dass ich die überall mit hinnehmen muss. Im Endeffekt hätte es die auch in dem Fass sperren können. Doch ein bisschen schwer. Hm? Ist auch ein kleines Pummelchen. Schwere Knochen, wa? So. Das haben wir auch. Mensch. Der Taxometer läuft, Kleine. Du bist ja halbwegs wohlhabend. Da war ein Schatten. Ich hoffe mal, der hat uns nicht gesehen. Es klingt so ein bisschen wie, als wenn er sich jetzt gerade beim Sex abbemühen würde. Schnell, Ezio. Reite über die Brücke. Ich decke dich. So, Katharina bei ihrer Flucht aus der Engelsburg zu Pferd eskortieren. Volle Synchronisation erreichen wir, wenn wir es schaffen, eine Attentatsserie auf mindestens 5 Wachen zu schaffen. Halte ich für ein Gerücht. Halte ich für ein Gerücht. Bitte doch, lasst mich einfach leben. Reite zur Isola Tiberina. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf mich. Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken. Komm gesund zurück, sonst werde ich mir nie verzeihen. Geh! Ja, das wird wohl nicht das Problem sein jetzt. Bäm! Ah, komm einfach weiter hier. Ja, das? Oh, sehr gut. Von oben rein. Jawohl. Ja. Was? Was ist das? Sag mal. Lass das doch mal. Was soll das denn? Dieses Festhalten. Das ist... Man kann es gerade nicht kontern. Jetzt beginnt's. So. Was ist das? Er kommt. So. Los, 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 los. Ei, nein, zu spät reagiert. Zu spät reagiert, ich geb's ja zu. Aber ich muss jetzt nicht abhauen in der Zeit. Sehr gut. Schnell! Zurück zum Castello! Was war das denn?
Wer ist das? Oh, ja, sehr gut. Er kommt. Einer noch, einer noch, einer noch, einer noch. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie lange das hier noch dauert. Sehr gut. Oh, guck mal hier. Total relaxed. Dem ist gar nicht aufgefallen, was hier gerade passiert ist. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Aber wenn wir schon mal hier sind, komm. Ach, wie schön. Also hier komme ich auch nicht raus, ah! Shit. Mein Fehler. Hallo? Da ist er wieder. Na los, komm. Sehr gut. Tja, 5 in Folge haben wir leider nicht geschafft. Das ärgert mich zwar ein wenig, aber was soll's. Wo ist denn der Kollege da hinten? Warte mal. Haben wir hier nicht noch... Ach, hier haben wir gleich noch so einen Turm. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt den... Haben wir diesen Hauptmann jetzt getötet? Aus diesem Sperrgebiet? Das weiß ich gar nicht. War der jetzt zufällig mit dabei? Ich meine, es wäre ja ideal. Aber ich probiere es einfach mal aus. Guckt es einfach mal aus, wir werden es ja gleich wissen. Wir werden es gleich wissen, wenn wir oben sind. Ist denn... Na, sag mal. Ja, na, früher hättest du es doch gegriffen bekommen. Jetzt nicht mehr, Mensch. So. Ah, das ist leider nur so ein Bote. Okay, na, ich schau einfach mal. Ich... Na? Mensch. Manchmal stellt er sich aber auch an. Wirklich. Macht er hier so ein bisschen eine Flamme Ende. Der Kollege. So. Und wenn wir das oben synchronisiert haben, werden wir einfach mal in die Realität zurückgucken, ne? Das... Ich meine, wir haben E-Mails bekommen. Könnt ihr wichtig sein? Könnt ihr ein bisschen mehr sein als nur... Ich sag mal... Spam. Okay. Okay, also funktioniert hier anscheinend nicht. Schade. Schade, dann werden wir wahrscheinlich wohl oder übel hier nochmal herkommen. Aber sei es drum. Hauptsache die Gegend schon mal synchronisiert. Das könnte uns helfen. Bam. So, haben wir hierzu wirklich den... Genau. Den reißen wir mal ab. Das soll helfen. Und jetzt würde ich sagen, verlassen wir einfach mal den Animus. Und schauen, was sich in der Gegenwart getan hat. Animus verlassen, den Animus verlassen. Und zu Lucy, Rebecca und Sean in den Altarraum zurückkehren. Nicht gespeicherte Fortschritte. Ja, hat ja gespeichert. Ist ja alles kein Thema. Können wir machen. Können wir direkt machen. Palim, 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 palim. Entdeckungsanzeige. Gut, dass du mir das jetzt erklärst. Ach. Naja, fast im dritten Spiel. Ja, Spezialangriffe. Im Kampf Viereck halten, um einen Spezialangriff durchzuführen. Ja. Haben wir hin und wieder gemacht. Brauchen wir aber jetzt nicht so dringend. Ich finde, wir kommen auch derzeit noch ganz gut zurecht. Die Gegner lassen sich trotz Großrüstung auch relativ schnell leicht erledigen. Gerade in der Kombo. Oh. Steh langsam auf. Ich stehe schon. Aber ist okay. So, ach komm, bisschen Smalltalk hier. Gibt's was Neues von draußen? Rebecca hat das Telefon angeschlossen.
Die Templer bewachen immer noch die Grenzen und Wedik hat auch gut zu tun. Was zu tun? So wie es aussieht, bildet er Abstergo-Agenten mit Animus-Daten aus. Das heißt? Abstergo bereitet einen Frontalangriff vor. Was? Aber in welcher Form? Du, der einzige Assassine in Abstergos Animus-Abteilung. Wie kommst du an Daten von denen? Ein paar Passwörter klappen noch, aber ich komme nicht tief ins Netzwerk rein. Okay, das war's offensichtlich. Mal gucken, wie es bei Rebecca läuft. Schon mal getötet? Auch schön, dich zu sehen. Ich war mit so einem Elektronikspezi zusammen, als die Assassinen mich erstmals kontaktierten. Und? Jetzt bin ich Single. Machst du Witze? Natürlich nicht. Glaubst du, ich würde Witze über jemanden machen, den ich getötet habe? Der Tod ist nur lustig, wenn er weit weg passiert. Ich weiß es. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Oh, da haben wir, glaube ich, ein bisschen in der Wunde rumgestochert. Eigentlich sollten wir uns entschuldigen. Die Übersetzungssoftware hast du aber nicht gepatcht. Nee, ist noch buggy. Im Italienischen nur kleine Aussätze, aber bei Französisch und Spanisch musst du aufpassen. Beziehungsweise bei Französisch und Spanisch werde ich nichts verstehen. Muss das fertig kriegen. Jo, mach das mal. So, gehen wir mal zu Sean rüber. Macht er überhaupt was oder googelt er nur nach sich selbst? Eine Idee zu der Chiffre, die Machiavelli mir gab? Ich meine, Ezio. Ohne Schlüssel nicht zu entziffern. Ein Einmalschlüssel. Was ist das? Ein Chiffre mit einem einmaligen Schlüssel. Stell dir vor, jemand nimmt von jedem Wort der Unabhängigkeitserklärung den ersten Buchstaben, um etwas zu kodieren. Ohne die Erklärung selbst ist es nicht zu entschlüsseln. Vielleicht durch den Computer jagen? Es gibt ein paar Dinge, die selbst ein Computer nicht kann. Lieben zum Beispiel. Lieben. Bad? Und Sean? Gibt's auch eine Mrs. Sean? Wie hieß die Gute noch gleich? Kate? Ah ja, Kate. Katie, 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 Kitty Cat Kate. Hat geschnurrt bei mir wie ein Kätzchen. Ja, genau. Ich weiß rein zufällig, dass du nicht mal unters Hemd durftest. Oh, du, was? Was? Wir waren essen. Du warst essen? Mit Kate? Ach ja, muss arbeiten. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Ich muss mich konzentrieren, Desmond. Ja, versuch's mal mit Parship. Oder Friend Scout. So, wir haben E-Mails. Aber haben wir auch einen Rechner, auf dem wir die E-Mails abrufen können? Ah, hier. Sehr gut. Na? So, bitte Benutzerkonto wählen. Ich will natürlich meins. Passwort eingeben, blablabla. Zugriff gewährt. So, müssen wir mal aufs Datum gucken. Wir haben hier den 17.09. Da fangen wir hier bei gelöscht an. Also, Lucy Stillman. Wochenplan. Sean löscht Lucy at 15 Uhr. Löst ab. Ja, nicht löscht. Okay, alles klar. Das ist nur der Wochenplan. So, MP3-Player. Von wem kam das? Von Rebecca. Hi Leute, ich kann meinen MP3-Player nicht finden. Den kleinen schwarzen. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ohne Musik kann ich nicht gut schlafen. So, dann haben wir hier noch von Eruditu. Zugang. Achtet darauf, im Verteiler zu bleiben. Guy Fawkes, Snowmass und Juno. Okay. Erudito. Keine Ahnung, was das soll. So, und dann haben wir hier den 24. Ebenfalls nochmal Wochenplan, Wochenplan, Wochenplan. Ist der kommentiert? Unterscheidet er sich dann irgendwie? Nee. Rebecca Crane. Essen. Ich hole im Café in der Stadt was zu essen. Soll ich was mitbringen? Was habe ich anscheinend alles vor? Echt? Wegen diesen E-Mails bin ich jetzt hier raus. Kann ich bei dem wenigstens rein? Oh, Tatsache. Na ja, gut. Schauen wir mal.
Die haben aber schon ordentlich. Oh. Alter Schwede. Will ich das nicht? Ich weiß es nicht. Warte mal, hier geht's um MP3-Player, Essen holen, Joghurt, das